Freunde der ruhigen und entspannten Klemmbausteinunterhaltung, hier ist der Tom und ich begrüße euch zu einem neuen, ganz kurzen Brick Anatomy Video. Sorry für die lange Abstinenz, mein Umzug machte es leider unmöglich, neue Videos für euch zu machen. Ich möchte mit euch eine kleine interessante Entdeckung teilen, die ich gestern in der Wiener Innenstadt gemacht habe. Es scheint so, dass die französische Modemarke Louis Vuitton mit Lego zusammenarbeitet. Mir wurde bereits aus meiner Heimat berichtet, dass die dortigen Schaufenster der Filiale gefüllt ist mit Legosteinen. Das ist hier in Wien auch der Fall. Wie ihr sehen könnt, werden hier sehr viele Lego-Basissteine benutzt zur Dekoration der Fenster. Noch interessanter finde ich hier die Rückseiten dieser Schaufenster. Diese bestehen auch aus Basissteinen, aber auch mit einfachen Plates. Diese gibt es auch in verschiedenen Ausführungen, wie ihr im Video hier seht. Eines hat sogar das Louis Vuitton-Logo aus Klemmbausteinen drin. Und ich hoffe, ihr kennt an meinem Videomaterial, wie man hier gearbeitet hat. Es sind sehr simple Bauweisen, aber irgendwie finde ich diese Simplizität sehr gut. Es zeigt, was man aus diesen ganz klassischen Legosteinen hier bauen kann. Man kann hier sogar Schaufenster zusammenbauen, wie so eine Edelmarke. Und weil schon wieder Weihnachten bald ist, gibt es auch einen Weihnachtsbaum aus Lego. Auch dieser ist hier sehr einfach gebaut. Auch wieder hier mit Plates und Basissteinen. Und der gefällt mir auch hier sehr gut. Auch wieder hier zeigt, was man aus relativ einfachen Steinen so bauen kann. Und ich habe auch noch einen sehr lustigen Moment angefangen, wo man sieht, wo ein Mitarbeiter von Louis Vuitton die Steine wieder auseinandernimmt. Das zeigt, dass die Lego-Steine hier wirklich nur zur Dekoration da sind und nicht zum Klemmen. Da haben wohl ja Kinder schon was zusammengebaut, aber schnell, schnell wieder auseinander. Louis Vuitton soll ja nicht zum Spielzeugladen werden. Oder sehen wir bald Louis Vuitton-Handtaschen aus Lego? Naja, zu den aktuellen Lego-Preisen würde es sicherlich passen. Ich hoffe, euch hat diese kleine Entdeckung genauso gut gefallen wie mir. Ihr könnt gerne in den Kommentaren eure Meinung hinterlassen. Ich würde mich sehr freuen, mit euch darüber zu schreiben. Und ich bedanke mich im Voraus für eure Daumen nach oben und für eure Abos. Es würde mich sehr freuen. Es würde meinen Kanal wirklich nach vorne bringen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss!